Hallo und herzlich willkommen bei den Xbox Freaks. Ihr seht, wir sind hier beim Making-of von unserem Film, den wir, oder unsere Serie, die wir geplant haben. Ihr seht da unten auch schon jemanden rumrennen. Njahu! Njahu, da springt er und schreit er. Und zwar haben wir einen Gast, Let's Player sozusagen dabei, also einen Gast namens... iPad LP. iPad LP. Schreibt euch unten mal den Link in die Beschreibung, Leute. Wie gesagt, ihr könnt euch auch bewerben, wenn ihr mitmachen wollt. Und ja, er wird uns heute ein bisschen bei Making-of helfen. Wir bauen ein bisschen weiter von unseren Requisiten, die wir am Film sozusagen anwenden. Alle selber gebaut. Und ja, hier zeigen wir euch mal kurz das Badezimmer. Das ist schon fertig. Oh, wie langsam ich komme. Oh. Ja, du kommst auch irgendwann hinterher. Ich werde es schaffen, keine Angst. Glaube mich, Johnny. So, hier haben wir eine ganz normale Fliesenwand. Man kann sehen, hier eine Dusche. Hier ein Halter und hoch, was ist denn das? Ein Spiegel? Na, nur ganz schnell, sieht so richtig schön aus. Wenn du dann so, dann kommt man hier, also da kommt so ein bisschen Veränderung und dann wird sozusagen dieser Raum gespiegelt. Aber was hat der Spiegel mit der Serie auf sich? Das weiß noch keiner. Wir laufen weiter zu unserem nächsten, wo wir gerade zum Beispiel sind. Dann seht ihr mal, wo wir sind. Der Film dauert noch ein bisschen, wir müssen. Komm mal mit rüber geflogen. Ich versuch's gerade. Ja, du hängst hier schon rum, musst erstmal dich in den Kreativmodus ein bisschen eingewöhnen, weil es ist dunkel. Xbox. Boah. Oh, ich dreh mich gerade. Verdammt. Hast du die PC-Version auch gezockt? Ja, natürlich hab sie immer noch, aber mit einem super schönen dummen Account. Also kennst du die Unterschiede, oder was? Ja, ich kenne die Unterschiede. Sind die so groß? Sind die wirklich so groß? Oh ja. Oh Gott. Gott bewahre mich. So. Aber ich sag mal so, wir probieren hier mit den mindesten Mitteln, die wir haben, sozusagen einen Film zu erstellen. Wir sind ja auf der Xbox-Version. Ihr seht mal hier, ich weiß nicht, bist du schon angekommen, Patrick? Ich bin angekommen. Wenn man mal hochfliegt, ist jetzt zwar Nacht, von der Beleuchtung muss noch verbessert werden. Da blinken dann noch rechts und Licht, so eine Whetstone-Fackeln. Werdet ihr dann alles sehen. Und ja, hier zwei Landebahnen, eine Flugbahn, ich sag mal in die Richtung. Wir bauen heute ein Stück weiter, ziehen hier einmal das Grüne durch. Okay. Und ja, da hinten ein bisschen die Landebahn erweitern. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo du hingehst dann dauernd. Wir müssen... Ja, ich fliege. Ich fliege durch die... Ups, jetzt habe ich den Block da falsch gemacht. Na, ja. Hier, ich baue jetzt da unten. Ach, da hinten siehst du doch in den Stern, der schwarze Stern. Falsche Richtung. Boah, wo ist der? Wo ist der? Ich glaub's nicht. Ich wandere nur, du dummer Affe. Ich sag's mal so, vom Bauen her, was wir machen, wir haben uns ja gezeigt, ich habe ja auch schon, Patrick, ich muss jetzt nicht die ganze Story und sowas, wir haben ein Drehbuch geschrieben. Ja, was hältst du denn so bis jetzt von der Idee, von dem Film, wie sich das alles anhört? Also, eine gute Idee ist es auf jeden Fall, also so eine geile Handlung habe ich auch noch nicht gehört, also es kommt einem bekannt vor, ich möchte nicht zu viel verraten. Aber es ist grundsätzlich ganz in Ordnung. Also ich kann darüber nicht klagen. Ja. Es könnte sich gut durchsetzen. Also ich kann es eigentlich nur ganz ans Herz empfehlen, es sich reinzuziehen eigentlich. Ja, wie gesagt, wir hatten jetzt in letzter Zeit wenig zu tun. Ich werde auch morgen nochmal im Infovideo erwähnen. Wir haben jetzt da sowas namens Oscar TV drauf. Macht euch darüber keinen Kopf, Leute. Das ist. Ich werde es euch morgen im Infovideo erklären. Wir haben es heute leider nicht mehr geschafft, weil ich habe ja, wie ihr hört, ein neues Mikrofon. Hab das vorhin dann angeschlossen und ich muss sagen, ich bin beeindruckt davon, also gefällt mir. Mal gucken, wie es danach in der Audio ist. Ist ja wieder eine andere Geschichte. Und wehe, ihr nehmt es lieber, dann komme ich, aber dann ist ja da. Ja. Falls einer wissen will, wo ich das her habe oder welches ich habe, einfach mal in die Kommentare schreiben, ich sag euch das dann, oder per Nachricht. Schreibt in die Kommentare. Ja, man will ja keine Schleichwerbung machen, weißt du. Kriegt man ja am Ende, ja, sie machen Schleichwerbung, zahlen sie, damit sie für uns Werbung gemacht haben. Ja, nee, das müssen sie da im Dorn zeigen. Nö, das ist nicht völlig aus. Ja, nee. Achso, ich weiß noch, was ich vor dem Film, ich hatte noch so eine Idee, dass die Zuschauer sozusagen, sage ich mal, Kommentare, eine kleine Person, wenn sie Bock drauf haben, aber gibt es ja weniger Bock oder nicht, wie ihr wollt, sage ich mal, jetzt, die wollen in dem Film eine bestimmte Figur sehen. Jetzt sage ich mal einen Namen, sage ich jetzt mal, ich will Bernhard den Schwulen sehen. Dann werden wir so in kleinen Sequenzen die Zuschauerwünsche einbauen. So, wenn sie nochmal reinschreiben, ich will Bernhard den Schwulen sehen,
Dann kommt Bernhard der Schule durchs Weg gelaufen. Ich will jetzt damit hier niemanden ansprechen, ist mir gerade so eingefallen. Die sind nicht feindlich gegenüber andere. Nee, das war jetzt, weiß ich was. Bernhard, der Army King, weiß ich was. Jetzt raste ich drüber aus. Da bin ich von meiner eigenen Story gepackt, aber ich bin mal gespannt. Die Petra mit dem Peter. Die Petra und Peter, weißt du, das Ehepaar, das Alte? Genau. Da gibt es Kombinationen, die man sich wünschen kann. Uns fällt auf die, jetzt weiß ich schon welche ein. Ich baue jetzt, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, ich setze grüne Blöcke, sehr anspruchsvoll. Ja, im Dunkeln, was der im Dunkeln dumm ausschaut. Man macht ja nichts anderes. Ich glaube, ich baue das jetzt seit einer halben Stunde, habe ich schon eine. Man merkt, im Quatschen verbaue ich mich öfters. Das ist gut so. Quatschen ist sinnvoll im Video, sein Dasein, Dinge ins Kirchen, was auch immer, wie man das nennen möchte. Das ist umgangssprachlich ein Let's Play gedacht, aber für dieses Mal ist es ein Echo. Wo läufst du hier rum? Wo wanderst du rum? Ich wandere auf der anderen Seite rum. Achso, du kommst mir sozusagen entgegen. Ihr seht, das ist ein heftiges Loch, wenn du mal guckst, wie lange ich hier schon tak 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 LTE zwischendurch habe ich meinen abgeschlagen aus Brust. Jetzt einfach mal einen Schlag setzen. Sollten uns direkt ein Amazon-Ding schicken für den neuen Controller, den wir vorbenötigen. Hast du die neue PlayStation gesehen? Oder dieses, sag ich mal, dieses vorab, dieses ist doch schon ein bisschen länger her. Diese neue Slim-Vermarktung, die sie anreden. Ja, diese ganz neue jetzt, die PS4 sozusagen. Naja, also ich sag's mal so. Also jeder schaut sich das mit jedem ab. Also, ja, natürlich. Das ist es jetzt so, dass Sony das jetzt von der Wii U jetzt so abgucken möchte mit dem Gamepad. Was Microsoft jetzt macht, ist mir eigentlich eher schleierhaft, aber die Xbox an sich hat sich auch ganz gut durchgesetzt. Eigentlich müsste sich jetzt langsam mal die Xbox, weil durch diesen Livestream und so, das haben ja Tausende, sag ich, also Millionen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen. Ja, das waren schon ein paar. Waren schon ein paar Stück, waren schon ein kleines Trüppchen. Ja, ja. Aber ich sag's mal so, Microsoft wird das auch geguckt haben, komplett verfolgt haben, was da sozusagen passiert ist, weil da herrscht ja hin und her Spionage, also so denke ich mal, weil jeder will das bessere Produkt auswählen. Das ist, ja, das Geschäft sozusagen. Besser sein als der andere. Nicht so wie bei Apple, was ich bei Apple komisch finde, wenn ich hatte heute mal mit ein paar Kumpels die ganzen iPhones, verschiedenen iPhones von iPhone 3, 4 und 5. Ja, und das Einzige, was sich da verändert hat, wirklich, von dem dritten zum vierten ist hinten ein bisschen flacher geworden. Na gut, vom dritten zum vierten ist schon ein heftiger Unterschied. Also da kam wirklich Funktion dazu. Aber wenn du guckst vom iPhone 4S zum iPhone 4, das Einzige ist doch Siri, oder? Ja, diese Sprachsteuerung, aber naja, das Einzigste, was Apple sich dann wirklich leisten darf, ist, dass man wirklich jemanden ver-Apple. Nach dem Wortwitz soll ich, oh mein Gott. Egal, nee, das ist schön gesagt. Und dann haben sie halt das Neue, das iPhone 5, das ist einfach nur platt gedrückt, mehr ist es nicht. Es ist nur ein Stück länger nach unten gezogen. Ich bin Gott sei Dank kein Besitzer eines dieser solchen japanischen Minderwertigkeitsteile, die nach drei Wochen kaputt gehen. Ich besitze grundsätzlich kein Handy, aber... Mein Gar nichts? Nee, also ich muss das nicht unbedingt haben. Die persönliche Kommunikation finde ich besonders selber noch besser, als sich mit SMS zu schreiben, also... Du schreibst manchmal so ein... What the fuck? Ja, sind wir angekommen, so mitten im Labern, man schafft's, ne? Man geht relativ schnell. Boah, hoch jetzt. I want to be free. Ja, aber ich muss sagen, ich hatte letztens von den Bildschirmen her, ich will jetzt das iPhone hier nicht oder sowas Apple komplett schlecht machen, also schlecht ist das Produkt keinesmals. Oder keineswegs, besser gesagt. Komm mal hier hinten, wir bauen jetzt die Landebahn weiter geradeaus. Ja, ich versuche gerade, wie sie ins Bild zu finden, gerade da, hier, schon okay. Her. Ja, aber ich sag mal, also von der Bedienung und so finde ich immer, ich hab's ja selber, sonst hätte ich es mir nicht gekauft, ich komme auf die neuen Handys jetzt nicht so klar. Und muss sagen, das iPhone ist relativ einfach, wenn du es einmal verstanden hast, kannst du alles. Und ja, aber ich meine halt jetzt zum Beispiel, iPhone ist ein bisschen zu Mainstream, finde ich jetzt zum Beispiel. Ja, doch, da wurde dieser Hype drum gemacht, ja. Also, wenn du dich jetzt mal umguckst, jeder Dritte hat das fast schon. Ja. Dann siehst du das so HTC-TV-mäßig, Alter, ich hab da voll Handy, du krass, Alter, von Mac Apple und so, dann denkst du ja, oh mein Gott, bitte. Das Hype, ich muss ja sagen, wir beide sind ja auch 20. Wir gehören ja, sage ich mal, zu der nächsten Generation. Vor uns gibt es ja sozusagen noch eine, die etwas jüngeren. Die
ich sage jetzt einfach mal die Jüngeren, kein bestimmtes Alter oder so, aber die sind doch alle damit aufgewachsen. Also ich bin damals nicht mit einem Smartphone oder sowas aufgewachsen. Also ich hatte schon Handy, aber relativ spät. Und das haben die heutzutage schon früh. Ich glaube, ich habe mich mit, weiß ich was, 16 oder 17 bei Facebook angemeldet. Keine Ahnung, irgendwann dann mal. Und heutzutage ist doch jeder zu, sind doch schon die ganzen 12-Jährigen und sowas. Oh, jetzt bauen wir falsch. Jetzt bauen wir falsch. Auf. Stopp. Was? Die Landebahn. Oh. Ja. Oh. Da läuft ein Hühnchen, töte es. Ich mach es. Vernichte es. Geh weg. Böse. Ich spiele sozusagen im Hardcore-Modus. Ich habe ja kein Inventar unten, da werden sich die Leute wundern, haben die bei der Xbox kein Inventar, was ist das denn? Ich mach's jetzt mal an. Und du wirfst hier mit unendlich Eiern oder was? Ja. Oh Gott, dann kommt hier überall Hühnchen. Klaro, Chicken ist lecker, gesund. Nee. Ach da. Ich bin gegen Chicken. Du sagst es. Nee. Wenn man dagegen eine Allergie hat, ist es nicht so schön, dass man... Weißt du? Oh, das ist ja, das ist ein bisschen doof. Das ist wieder was anderes, weißt du? Ja, das habe ich ja beim ersten Minecraft Let's Play, da habe ich ja eine Hass-Tirade gegen Hühner ausgesprochen. Dann hast du schon mal zwei Sachen mit Jamie Oliver gemeinsam. Siehst du, mag der kein Hühnchen oder was? Doch schon, aber er schützt die. Also der bewahrt sie vom Aussterben. Also die leben noch. Scheiße. Also sie landen nicht auf deinen Teller. Das ist schön, ey. So, das ist einfach gerade ausziehen. Wir wollen die Landebahn heute in dem Making-of sozusagen. Einfach nur, ey, dieses Dreckshütchen, guck's dir an, das steht nur im Weg, deswegen, weißt du, was soll man dazu sagen? Mann, kommt hier so ein Hütchen, das blockiert schon wieder meine ganze Arbeit. Man müsste eigentlich so einen langen Strich lang ziehen können, mit einem Knopfdruck, zack. Ja, das ist, wäre auch ganz cool. Kommt hier ein Schwein, weißt du, ich bin kein Vegetarier, Schwein esse ich gerne. Dann geht in unser Making-of. Ich wollte es relativ kurz halten, weil wir eigentlich bauen ja nicht viel. Es geht ja meist ums Labern eigentlich. Ja, eigentlich schon. Reden wir mal ein bisschen weiter über das Making-of. Das wäre vielleicht mehr sinnvoll. Wir reden ja jetzt... Ja, deswegen, weil wir sind jetzt sehr abgeschweift. Machen wir jetzt nochmal ein bisschen Making-of. Was habe ich bis jetzt gesagt? Badezimmer, der Film? Ja. Zu viel von der Story will ich nicht verraten. Ich sag mal so, es gibt viele Hauptcharaktere, also viele Haupt... Es gibt einen Hauptcharakter und viel Nebencharaktere. Ich habe ja auch gesagt, wenn ihr eine Idee habt für einen, dann haut den rein. Drehbuch ist geschrieben, also die ersten Folgen sind bereit. Jetzt sozusagen nur noch die Requisiten bauen und dann... Los. Können wir loslegen, ja. Patent habe ich angemeldet, Leute, falls jetzt einer auf welche Gedanken kommt. Made by George Lucas. Oh, ich bin gerade erschrocken, du ziehst da Gold durch. Ich dachte, hä, aber ist richtig. Ich achte drauf. Naja, ich, nee, es muss ja alles, wir wollen es ja wirklich realistisch, sage ich mal, bauen. Also hier nicht so 0815 Teil, hallo Dirk, was machst du hier? Und dann ist der Film vorbei oder so, keine Ahnung, irgendeine Scheiße. Da sollen wirklich tiefgründige Konversationen. Wenn man sich so eine Handlung vorstellt, was könnte man da Gutes mit verarbeiten? Das könnt ihr mal in den Kommentaren mal beantworten. Was stellt ihr euch unter einer geilen Handlung vor? Oh, wenn sie bis hier noch geguckt haben. Ja. Hut ab, Leute. Aber ich sag's mal so, wie er schon gesagt hat, in Nebencharakteren oder so oder Handlungen, was könnte passieren? Vielleicht so, dass man die erste Folge und dann Leute denken schon, oh, vielleicht passiert das als nächstes. Sowas will ich haben, dass das die Leute, sag ich mal, wie so ein Film, ich sag jetzt nicht, die sollen davor heulen und zusammenbrechen, wenn jetzt der Hauptcharakter oder sowas stirbt. Drama. Ja, weißt du, ich will aber einen Mix aus Drama, Action, so wirklich einen breiten Mix, nicht nur jetzt, wir sind hier Sci-Fi im Weltraum gelandet, auf einer Insel, sondern wirklich, da soll Story hinter sein. Ah, ihr habt's gehört, wir drehen eine super Filmproduktion von Star Trek. Ja. In Minecraft, nee, ich will jetzt hier auch kein GZSZ oder sowas. Also muss schon mal gucken. Wir sind ja unter uns. Oder unter uns, weißt du. Aber du weißt ja, alles was zählt, sind die Blöcke. Genau. Oder Superman 3 zählt. Oh Mann. So viel Family Guy wissen, aber ja. Egal. Es ist Minecraft. Störrische Superblock. Ah, da könnte man auch schon wieder über RTL. Mitten im Block oder mitten in... Davon gibt es sogar einen Film.
Mitten im Block, oder was? Ja, mitten in Minecraft hieß ich das. Das ist im letzten Jahr im Sommer entstanden. Da waren sie sogar für den Web Video Award nominiert worden. Echt eine coole Verfilmung. So mitten im Leben in Minecraft-Style. Muss ich echt sagen. Das ist aber nur leider eine Episode geworden, wahrscheinlich wegen dem hohen Arbeitsaufwand, aber ich fand sie ganz in Ordnung. Man hat sich sehr viel Mühe da reingesteckt. Es gab einen ostfriesischen Akzent. Also ich sag's mal so, wir werden unsere Folge, ich sag jetzt nicht, dass ich hier so eine Überfolge sowas drankomme, aber ich probier's wirklich. Ich sag's mal so, und wenn wir 30 Mal die gleiche Szene drehen, dann drehen wir die halt noch ein 31. Mal, bis es klappt. Weil ich will es perfekt haben, wir haben, wie gesagt, Drehbuch ist geschrieben. Ich sag mal so, das interessiert die Leute auch. Also ist mal was anderes. Nicht immer diese, wir dachten uns, Let's Play Minecraft, das wächst ja wie Unkraut. Na, du kannst es einfach nicht mehr richtig mit Minecraft überzeugen. So ist so der Standard. Ja. Deswegen mache ich auf meinem Kanal auch nicht kein Minecraft, weil das wirkt einfach nicht mehr realistisch einfach. Ja, wir haben angefangen, weißt du, ich habe angefangen, ich dachte mir, nee. Ich habe probiert, das umzuändern, indem ich viele Grafiken reingehauen habe und sowas. Probieren, ein bisschen lustig zu gestalten. Aber ich muss sagen, ist immer noch Minecraft Let's Play. Das ist kein, und so ein Film ist einfach was Neues. Was Innovatives. Es gibt's nicht viel. Sozusagen noch. Ja, in den Kinderschuhen. In der Kinderstube. Ein Oligopol ist da drauf noch. Aber so richtig siehst halt auch nichts, ne? Du siehst einfach nur diese 0815 Player, die das einfach dann machen. Ich will jetzt nicht jeden Minecraft Player als 0815 bezeichnen. Es gibt ja manche, die das wirklich gut machen, ist ja ohne Zweifel. Also, aber wenn man sich das wirklich so in Gruppen und Ganzen ansieht, merkt man einfach, es ist einfach nichts mehr richtig Neues dabei. Aber wenn du dir wirklich eine neue Idee einfallen lässt, also ein richtig neues Konzept entwickeln möchtest auf der Basis von Minecraft, dann hast du eventuell noch die Überlebenschance, da zu überleben auf YouTube. Ja, auf jeden Fall. Ich sag's mal so, wir haben ja in der letzten Zeit auch einen ganzen guten Boom gemacht und ich bin jetzt mal gespannt, so ein Minecraft-Film, wie gesagt, was der so bringt, ob der den Leuten gefällt. Ich denke mal schon, weil, und wenn die nur, ich sag's mal so, wenn den jetzt wirklich nur 10 Leute oder so gucken, ich sag jetzt nicht, dass ich auf Klicks gehe, aber wenn dir, du steckst da so eine Arbeit rein, weißt du, und den gucken noch 10 Leute, ich weiß nicht, dann, ob es dann dafür den Aufwand wert ist, dass sich 10 Leute das angucken, ist zwar dann schade für die 10 Leute, denen es vielleicht gefällt, aber ich sag's mal so, die ersten 5 Episoden, ob es scheiße wird, ob ihr sagt, es ist scheiße, hört auf, die ersten 5 Episoden machen wir. Also das ist sicher. Ist es sozusagen, man müsste sozusagen eine kleine Testgruppe dafür schon finden, um das erstmal zu beurteilen, so aus einer kleinen Menge. Ja. Dann würde ich. Deswegen, ich werde dann auch mal ein paar Leute bei Skype hier anschreiben. Von den, mit denen ich ab und zu mal schreibe. Da würde ich dir sogar raten, ein eigenes Formular dafür zu erstellen. Da wirklich so eine vorab kleine Testgruppe von 10 Leuten mal auszuwählen und das zu gucken und wirklich nach. Ach, sowas willst du nicht machen? So würde ich das zum Beispiel machen und das richtig mal bewerten lassen. Und dann kann man sich in einem nächsten Schritt mal anschauen, was dann wirklich so ist. Und danach so zum Schluss würde ich dann auch so eine kleine Textbox empfehlen, wo die dann ihre eigenen Kommentare mit rein verfassen können. Was sie davon haben. Wie so eine Kritik. Genau. Das ist aber auch nicht anders so im normalen Filmdreh, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das werde ich mal so machen, wenn ich die erste Folge gedreht habe, werde ich nochmal so eine Art Umfragebogen machen. Da kann man sich dann rechts auf unserer Seite, wie man sich bewerben kann oder so, kann man sich auch, sage ich mal, für die Leute, die dann nochmal wirklich was nochmal dazu bringen wollen oder sagen, das könnt ihr noch verbessern oder so. Oder halt nochmal nicht in den Kommentar, sondern wirklich als Nachricht, dass die das schreiben, falls sie Nebencharakter oder so wollen, also das Publikum sozusagen mit einbeziehen. Ja, also man muss nach den Charakteren auch nachfragen, sag ich jetzt mal. Ja, weil das probieren wir ja immer gerne, dass wir wirklich mit den Zuschauern, also mit den Abonnenten und alles von uns, wirklich auch Kontakt, sage ich mal, pflegen und denen alles antworten, Kommentare und schon wieder so ein Dreckshühnchen, weißt du, da kommt das schön. Das hat sehr viel zu tun mit Abonnenten. das ist halt zu den Abonnenten wirklich auch was für die zu machen, sage ich jetzt mal. Und die auch mit einzubeziehen, weißt du, nicht einfach nur stupide gucken lassen, sondern wirklich immer was Neues bringen. Wir laden natürlich noch die anderen hoch, ist zwar ein bisschen peinlich, weil dann, nein, was heißt peinlich, ich sag mal so, mit dem Mikrofon macht es jetzt mehr Spaß, weil ich weiß, die Audioqualität ist top. Ja, also Sachen kann man wirklich nicht mehr ran. Oh, würde ich auch sagen, und deswegen, da macht es dann auch nochmal, bin ich nochmal motiviert, ich glaube, wir haben jetzt 20 Minuten gequatscht. Boah, wirklich? Mein Gott. Ja. So schnell ist eine Aufnahme ist ja schon vorbei. Das kam gerade vor, als wir erst gerade angefangen hätten.
Ja, hat wirklich Spaß gemacht mit dir. Oh, das muss ich auch. Vielleicht bist du ja irgendwann nochmal dabei. Auf jeden Fall beim Film hast du ja schon gesagt, willst du eine Rolle haben? Ja. Die geben wir dir auch. Ja. Man will ja dich ein bisschen einbeziehen. Wie gesagt, Leute, ich werde unten mal in die Beschreibung hier von meinem Partner den Channel reinsetzen. Und vielleicht sieht man ihn ja mal wieder in einem anderen Gast. Eventuell. Eventuell. Und dann verabschieden wir uns. Ja, auch natürlich. Haut rein, Leute. Bis dann und... Tschö.